Willkommen zur zweiten Ausgabe von Sing mit am Salzburger Landestheater. Mein Name ist Ines Kaun, ich bin die Leiterin des Opernchores. Und wer heute zum ersten Mal dabei ist, wir werden hier in rund 15 Minuten gemeinsam unsere Stimmen aufwärmen, ein bisschen üben und dann noch ein Lied oder einen Kanon lernen und den gemeinsam singen. Legen wir gleich mit dem Aufwärmen los. Wir stellen uns hin und strecken uns einmal. Wer möchte, kann noch mit gähnen. Wir beobachten unsere Füße. Unsere Füße sind an allen Punkten gleich belastet. Dann gehen wir weiter zu unseren Knien. Die Knie sind locker und nicht ganz durchgedrückt. Dann gehen wir weiter zum Becken. Das Becken ist leicht gekippt. Der Bauch ist ganz weich. Und die Schultern und Arme sind schwer und hängen locker an der Seite. Der Nacken ist weich und flexibel und der Kopf ist aufgerichtet. Wir lassen unsere Schultern kreisen. Einmal große Kreise nach hinten und nach vorne. Und dann ziehen wir die Schultern einmal bis zu den Ohren hoch und lassen sie fallen. Das Gleiche nochmal. Wir ziehen die Schultern hoch, spannen richtig fest an und mit dem nächsten Lockerlassen lassen wir einen kleinen Seufzer mit raus. Und dann machen wir das ein drittes Mal. Die Schultern hochziehen. Jetzt ziehen wir die Schultern ein bisschen nach hinten. Der Brustkorb bleibt aufgerichtet und wir lassen die Schultern locker fallen. So haben wir einen guten Stand. Jetzt fangen wir an, unser Gesicht auszustreichen, den Nacken auszustreichen, die Arme, so wie als würde man eine dicke Creme einschmieren, dann den Brustkorb, den Rücken, den Bauch. Wir gehen immer weiter nach unten. Wenn wir unten angelangt sind, fangen wir an, alles auszuklopfen. Erst beide Beine, den Bauch, den Rücken, die Arme. Und wenn wir beim Brustkorb angelangt sind, dann tippen wir leicht mit den Fingerspitzen und nehmen ein sehr tiefes M. Und spüren mal nach, was wir da fühlen. Dann gehen wir weiter zum Nacken, machen das Gleiche. Dann gehen wir mit der Stimme und mit den Fingern etwas höher. Noch höher und sind ganz oben angelangt auf dem Kopf. Okay, dann fangen wir heute an, die erste Atemübung zu machen. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben hier einen Schwimmring, den pusten wir auf und dann drücken wir die Luft langsam wieder raus. Ich mache es einmal vor. Und dieser Schwimmring, ich denke, jeder von euch hat schon mal eine Luftmatratze, von der Luftmatratze die Luft rausgemacht. Und das heißt, man hat so ein bisschen Widerstand, gegen den man hier andrücken muss. Noch einmal. Wir machen das Ganze noch ein letztes Mal und jetzt achtet darauf, die Schultern bleiben unten. Und die Arme gehen nicht höher als bis hier. Und der Brustkorb bleibt aufgerichtet, auch wenn die Luft rausgeht. Gut, dann kommen wir zur ersten singenden Übung. Wir nehmen wieder unser M und beginnen mit folgender Übung.
Bei der Übung denken wir wieder an unser Gähnen, dass wir das Gefühl haben, als wären wir kurz vorm nächsten Gähnen. Und gleichzeitig schauen wir mal, dass die Lippen so ganz leicht aufeinander liegen, dass sie anfangen zu kribbeln. Von diesem M gehen wir jetzt in das O. Ich mache es einmal vor. Und mit dieser Übung gehen wir langsam wieder nach unten. Los geht's. Von diesem O aus nehmen wir noch einen Vokal dazu, nämlich das A, mit folgender Übung. Als Vorübung zu dieser Übung machen wir mal nur auf einem Ton. Dabei beachten wir mal ganz genau, was eigentlich passiert zwischen O und A. Und zwar ist das wie ein Kaugummi zwischen O und A. Das geht nämlich ganz schön langsam. Ich mache es noch einmal vor. Und innen im Mundraum haben wir die ganze Zeit dieses Gefühl, als würden wir gleich wieder gähnen. Da verändert sich eigentlich gar nichts. Ein letztes Mal. Genau das Gleiche nehmen wir jetzt in unsere ganze Übung. Unsere nächste Übung erinnert ein bisschen an Urlaub. Da wir ja gerade nicht wegfahren können, können wir uns aber trotzdem vorstellen, wir wären jetzt an einem schönen Strand und unsere Füße graben sich in diesen schönen warmen Sand ein. Weiche, warme Sand. Zusammen. Wir stellen uns dabei vor, die Zehen, die graben sich in den Sand ein und das W ist wieder wie beim M, dass die Lippen anfangen zu kribbeln. Wir können einmal probieren. Da spürt man gleich das Kribbeln. Das nehmen wir mit in unsere Übung rein. Wenn das jetzt tiefer wird, dann gehen wir ganz locker in die Tiefe. Weiche, warme Sand. Und einen letzten noch. Weiche, warme Sand. Wir schütteln uns einmal aus und jetzt nehmen wir einmal die Stimme mit dazu. So, dann ist alles wieder locker. Jetzt geht's weiter mit einer noch lockeren Übung. Die geht so. Die klingt erstmal ein bisschen schwer, ist aber eigentlich ganz leicht. Und zwar, wir stellen uns vor, wir werfen das erste I raus, dann lassen wir diese kleinen Töne einfach fliegen, aber die letzten drei fangen wir wieder auf. Ich mache es noch einmal vor. Zusammen. Und
von unserem Einsingen ist eine Übung, mit der wir ein bisschen in die Höhe gehen. Wir waren ja jetzt gerade schon beim Urlaub und vielleicht können wir uns einen Urlaub vorstellen in Italien. Und was in Italien nicht fehlen darf, ist die Liebe con amore. Die Übung geht folgendermaßen. Con amore, con amore, con amore. Ich singe es einmal langsam. Con amore, con amore, con amore. Und zusammen. Con amore, con amore, con amore. Jetzt steigern wir ein bisschen das Tempo. Con amore, con amore, con amore. Con amore, con amore, con amore. Und jetzt nehmen wir noch eine Bewegung dazu, die es vielleicht ein bisschen leichter macht für die Höhe. Und zwar, wir probieren einmal aus, wenn wir uns ganz sanft nach hinten anlehnen. Con amore, con amore, con amore. So wie als würden wir uns öffnen. Das ist die erste Variante. Die zweite, wem das besser gefällt, ist, wenn wir uns mit einem Fuß etwas in die Erde drücken. Con amore, con amore, con amore. Jeder nimmt das, was ihm am besten gefällt. Con amore, con amore, con amore. Con amore, con amore, con amore. Con amore, con amore, con amore. Und ein letzten. Con amore, con amore, con amore. Und wir schütteln uns einmal aus. Heute lernen wir zusammen einen Kanon. Himmel und Erde müssen vergehen. Da ich diesen Kanon nicht alleine singen kann, freue ich mich, dass ich wieder Unterstützung habe. Laura Insko kennen Sie vielleicht schon vom letzten Mal. Sie ist Solistin im Opernensemble des Salzburger Landestheaters und ebenso auch Olivia Cosio. Sie kommt aus San Francisco zu uns und wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist. Olivia, wie lange bist du schon hier? Nur 7 Monate. Okay. Und was gefällt dir am besten an Salzburg? Auf Englisch, ist das okay? Das ist okay. Walking along the river, the history, the people. Okay, also ihr gefällt besonders, spazieren zu gehen am Fluss, die ganze Geschichte, die hier ist. Und gibt es auch etwas, was du besonders vermisst? Mm. Meiner Familie und meine Freunde und Hot Sauce. Okay, also sie vermisst ihre Familie und Freunde und scharfe Soße. Ja. Und damit wir deine wunderbare Stimme jetzt genießen können, könntest du uns den Kanon einmal vorsingen? Den Kanon lernen wir jetzt gemeinsam. Ich singe mal eine Zeile vor und dann kann jeder nachsingen. Himmel und Erde müssen vergehen. Zusammen. Himmel und Erde müssen vergehen. Zweite Zeile geht. Haben wir noch eine Zeile vor uns. Aber die Musik, die bleiben bestehen. Aber die Musik, die bleiben bestehen. Gut, jetzt singen wir diesen Kanon noch einmal ganz von vorne durch und dann singen wir ihn sofort im Kanon. Kanon Olivia beginnt und jeder darf gerne einsteigen, wo er möchte. Himmel und Erde müssen vergehen, aber die Musik, bleiben bestehen. Himmel und Erde müssen vergehen.
Vielen Dank für heute. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.